Kapitel 21 Hydropi, der Berg zu den Wolken. Die Reise zum Tor zum Himmel kam uns trotz unserer hohen Ausdauer ziemlich recht. Wir hatten seit einer gefühlten Ewigkeit keine Pause mehr gehabt. Wir waren bereits über 24 Stunden ohne Pause auf der Reise. Von daher genehmigte ich mir auf der Weiterreise auch einmal ein Nickerchen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich letztendlich schlief, bevor ich durch Labras wieder aufwachte. Wir sind bald da. Macht euch bereit, der schwerste Teil der Fahrt steht bevor. Vor uns erstreckte sich eine Wand aus Wolken, Kilometer hoch in den Himmel. Ein Ende war nicht in Sicht. Und hier soll etwas sein? Wenn man weiß, wie man an der Felswand im Nebel vorbeikommt, ja. Also haltet die Luft an und euch gut fest. Sekunden später tauchte Labras ab. Das Luftanhalten war für mich als Wasser-Pokémon logischerweise eher zweitrangig gewesen. Auch Unterwasser erstreckte sich ein paar Kilometer weit. Hier war er allerdings nicht aus Wolken, sondern aus Fels. Aber offensichtlich reichte dieser auch bis weit über die Wasseroberfläche. Nur ein kleines Loch in der Wand blieb frei und dieses passierte Labras sofort. Kurz darauf tauchten wir wieder auf. Es war ja nicht das erste Mal innerhalb der letzten Sekunden, aber wieder erstreckte sich etwas vor unseren Augen in den Himmel. Dieses Mal hingegen war es wohl unser Ziel. Ein riesiger Berg, der bis in den Himmel reichte. Es schien auf diesem Kontinent nicht viel anderes zu geben, nur diesen monströsen Berg. Das hier ist er. Bisher haben nur die wenigsten diesen Berg bestiegen. Hier werden euch eure letzten Prüfungen erwarten. Olaf wirkte ähnlich begeistert wie ich. Also sollen wir da hochklettern. Hast du den Berg mal angeguckt? Nur keine Sorge, Knackrack wird euch am Fuße des Berges mit der ersten Prüfung erwarten. Und euer Preis für den Sieg wird der Weg zur Spitze werden, wo eure letzte Prüfung wartet. Auf den Berg klettern müsst ihr nicht. Oder zumindest nicht ohne eine extreme Hilfestellung. Schon bald kamen wir am Rande des Berges an. Und aus der Nähe wirkte es noch eher so wie von weitem. Den Namen Kontinent hatte dieser Ort nicht verdient. Es war nur ein Berg. Ein unfassbar großer, aber doch nur ein Berg. Und welches Genie hat sich gedacht, dass es diesen Berg einfach mal Kontinent nennt? Da werde ich ganz ehrlich sein, ich bin selber überfragt. Aber ich weiß, dass es gute Gründe gab. Kennen tue ich sie allerdings nicht. Vermutlich muss man den Berg erst erklimmen, um wahrlich zu verstehen, worum es geht. Und das ist alles andere als mein Fachgebiet. Wir stiegen ab und verabschiedeten uns von Labras. Wir beide hatten keine Ahnung, ob wir seine Hilfe für den Rückweg noch einmal in Anspruch nehmen mussten. Doch lieber verabschiedeten wir uns jetzt zu früh, als überhaupt nicht. Schon nach wenigen Metern begann der Boden anzusteigen. Der Berg ließ nicht lange auf sich warten. Die ersten 10 Minuten mussten wir noch klettern, bis wir endlich auf ein Pokémon trafen. Es schien gerade eher einen faulen Tag zu haben und lag bequem da. Das Aussehen machte klar, dieses Pokémon war Knackrack, derjenige, der die vorletzte Prüfung veranstalten würde. Hey, aufwachen, du wirst gerade gebraucht. Sonderlich eilig hatte es das Pokémon allerdings nicht, als es langsam aufstand. Neue Gesichter, wie kommt denn das zustande? Hat einer von euch die ersten Prüfungen bestanden oder was? Ja, ich bin wegen der Prüfung hergekommen und ich habe Begleitung dabei. Ich will die nächste Prüfung bestreiten, was soll ich tun? Also an sich sollte ich deine oder eure Ausdauer prüfen. Und wenn ihr es schafft, sollte eure Belohnung das Erreichen der Bergspitze sein. Da hatte ich eine tolle Idee. Wenn ich euch einfach prüfe, indem ich euch den Berg hochschicke, dann mache ich doch alles. Also, viel Spaß beim Klettern. Ich bleib hier unten. Das kam definitiv für uns beide ziemlich unerwartet. Irgendwie war es natürlich eine schlaue Idee von Knackrack. Aber vor allem war es extrem faul und sorgte bei uns für einige Probleme. Der Drache bemerkte unsere mangelnde Begeisterung eindeutig. Mach nicht so ein Gesicht. Das ist nicht so, wie es aussieht. Das schafft ihr in weniger als 20 Stunden, wenn ihr euch beeilt. Weniger als 20 Stunden auf einen steilen Berg klettern. Na, wenn's weiter nix ist,
Aber es gab keinen Weg daran vorbei, also blieb uns nichts anderes übrig, als es einfach zu akzeptieren und loszureisen. Eine Prüfung der Ausdauer würde es definitiv werden. Je weiter wir kletterten, desto endloser schien der Berg zu sein. Es gab kaum Absätze, auf denen man kurz durchschnaufen konnte. Und wenn man dann, wie ich, nicht einmal Hände hatte, wurde das Ganze erst richtig spaßig. Trotzdem ging es weiter, den Blick immer nach vorne gerichtet. Oder wohl eher nach oben. Nun, bei den seltenen Absätzen auch mal weg vom riesigen Felsen. Aus diesen luftigen Höhen konnte man kilometerweit über das Meer blicken, weiter als man sich vorstellen konnte. In der Ferne erkannte ich sogar Ansätze des Waldkontinents. Und dabei lag dieser wirklich Stunden entfernt. Und Lapras war ein schneller Schwimmer gewesen. Die Aussicht war einfach atemberaubend. Aber wie so oft auf dieser Reise zählte im Prinzip keine Zeit zu verlieren. Je schneller, desto besser. Andererseits, wir waren so schnell gewesen bis zu diesem Punkt. Machten wenige Minuten gerade wirklich so viel aus? Zum ersten Mal zweifelte ich selber an dem System, welchem wir all die Zeit gefolgt waren. Doch es schien so, als wäre ich tatsächlich nicht alleine damit. Machen wir hier kurz Pause. Und so rasteten wir kurz auf diesem einen Absatz. Einen Moment Zeit konnte man sich genehmigen, um diese Aussicht zu genießen. Auch der Gedanke, dass erst unfassbar wenige dies je durften, machte das Ganze noch besonderer. Wie oft auf dieser Reise waren wir zunächst beide still, bis Olaf sich irgendwann entschied zu reden. Irgendwie ist es schon seltsam. Ich bin gerade irgendwie 2 Tage oder so ein Pokémon, aber es fühlt sich an, als wäre ich es schon ewig. Und ich habe jetzt schon manches gesehen, was nicht einmal Günther bisher gesehen hat. Und was dich angeht, Hydropi, kann es eigentlich sein, dass du dich in deinem Team sehr im Hintergrund hältst? Wenn es nur nach dem Krieg in der Menschenwelt gehen würde, wüsste ich fast nicht, dass es dich gibt, weil du so im Hintergrund standest. Ja, so ist das halt. So ist das als einzig normales Pokémon zwischen legendären Kriegern, Auserwählten und Reinkarnation. Die einzigen beiden, mit denen ich mich auf einem Level gefühlt habe, waren Chillast und Seemobs. Aber dann ist Chillast gestorben und Seemobs habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Auch als wir das Team wieder vereinigt haben, war er nirgends aufzufinden. Es ist durchaus möglich, dass auch ihm irgendwas passiert ist. Und seitdem bin ich der Einzige in diesem Team, der stärketechnisch einfach hinten wegfällt. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt komisch kommt, aber was juckt's mich? Wenn du dich so unpassend in dem Team fühlst, warum machst du dann überhaupt mit? Letztlich sind sie wohl doch alle meine Freunde. Und es hat auch persönliche Gründe. Du hast ja auch Bisasam getroffen, im Krieg. Er kam aus dem Jenseits. Er ist vor längerer Zeit durch Necrozmas Hand gestorben. Necrozma hat uns alle verraten. Und Bisasam war mein Bruder. Nicht leiblich, aber das ist eine andere, längere Geschichte. Kurz gesagt, verlor ich als Kind meine Eltern und wurde adoptiert. Und wenige Jahre später bekamen meine Adoptiveltern Bisasam. Auch wenn wir uns anfangs nicht gut verstanden, wurden wir im Verlauf der Zeit doch zu einem guten Team. Und seit diesem Tag habe ich mir geschworen, nicht zu ruhen, bevor Necrozma nicht seine verdiente Strafe erhält. Er ist zwar schon gestorben, 2 Mal, aber beide Male ist er einfach zurückgekehrt, als wäre es nichts. Ich werde nicht ruhen, bevor ich nicht weiß, dass er für immer fort ist. Aber jemanden wie Necrozma alleine bekämpfen, ich brauche zumindest mehr Training. Und dafür ist die Hilfe von derart starken Pokémon natürlich ideal. Allerdings, am Anfang der Reise habe ich schon mit Lord Ecke drüber geredet. Das habe ich vorher noch nie mit jemandem, aber er will das Vorhaben nicht unterstützen. Wenn sie mir wirklich nicht helfen wollen, dann werde ich nach diesem Abenteuer gehen und alleine die Rache ansteuern, die ich suche. Meine Worte schienen Olaf zum Nachdenken zu bewegen. Ich verstehe. Hinter dir steckt auf jeden Fall mehr, als man von außen sieht. Und ich sag's dir, wie es ist. Von den Tagen, die wir gereist sind, glaube ich nicht, dass du für das Team unbedeutender bist. Womit ich nicht sagen will, dass du nicht gehen solltest, wenn du das willst. Aber du bist der Einzige aus dem Haufen, der diese ständige Scheinhöflichkeit nicht nötig hat. Du sagst die Dinge halt, wie sie sind. Das ist eine Eigenschaft, die dem Team sonst eher zu fehlen scheint. Und eine wichtige noch dazu. Du stellst dich selber in den Hintergrund. Du bist es aber, nicht aus Prinzip.
Denk vielleicht nochmal drüber nach. Mein derzeitiges Verhalten, das, was Lord Ecke als den anderen, als Hydropie bezeichnet hatte. Warum fühlte es sich so befreiend an? Weil ich einfach aussprach, was ich dachte? Weil ich unhöflich war? War das vielleicht, wer ich wirklich war? Nach allem, was Olaf gerade erzählt hatte, wäre es nicht unmöglich, dass gerade dies der Grund war, wegen dem ich zum Team gehörte. Würde meine Suche nach mir selbst vielleicht wirklich enden können? Aber es war nicht der richtige Ort und auch nicht die richtige Zeit, um diese Entscheidung zu treffen. Ja, ich werde darüber nachdenken. Wie war Günther eigentlich früher? Vor seiner Reise in unsere Welt? Er war ganz anders. Irgendwo aber auch gleich. Nach diesen Abenteuern wirkte er einfach viel selbstbewusster, mutiger. Er war immer ziemlich schüchtern, aber jetzt ist er wirklich ein Krieger. Ich bin nur gespannt, ob wir ihn finden. Ich glaube nicht daran, dass es ein Zufall ist, dass hier ein Krieg ist, während Günther verschwunden ist. Irgendwie steckt er damit drin, das weiß ich doch genau. Sein Gedankengang war mehr als nur nachvollziehbar. Inzwischen war es sowieso gegeben, dass immer wenn es einen Krieg gab, Günther in irgendeiner Form involviert war. Und dazu das unerklärliche, plötzliche Verschwinden aus der Menschenwelt. Vielleicht wussten die anderen in der dunklen Welt jetzt bereits etwas darüber. Aber selbst wenn, erfahren würden wir es nicht, bevor wir nicht Erfolg hätten. Die Möglichkeit, keinen Erfolg zu haben, wirkte inzwischen auch fern und unrealistisch. Wir waren zu weit gekommen und das ohne wirkliche Probleme. Außerdem gab es diese Prüfung doch speziell für Olaf. Es würde schlicht und ergreifend keinen Sinn machen. Auch wenn ich mich immer noch fragte, wozu das Ganze? Hätte Olaf nicht einfach sofort in die dunkle Welt reisen können? Hätte er dort nicht trainieren und mit uns kämpfen können? Aber all die Fragen ergaben einfach keinen Sinn zu stellen. Davon sich selbst zu fragen, bekäme man keine Antworten. Wir sollten langsam weiter, denke ich. Gut, uns steht noch was bevor, also auf. Weitere Stunden vergingen, in denen wir Schritt für Schritt den Berg hinaufkraxelten. Die Prüfung war nicht allzu schwer, nur extrem anstrengend, gerade auf die Dauer. Aber irgendwann kam die Spitze endlich in Sicht. Inzwischen war der Ausblick nicht mehr so toll wie weiter unten, da wir inzwischen tatsächlich über den Wolken waren. Gleichzeitig aber auch nicht. Unter uns waren Wolken, über uns aber auch. So etwas hatte ich noch nie zuvor erlebt. War so etwas tatsächlich normal? Ich meine, ich war nicht oft genug auf derartigen Höhen, um darüber gut urteilen zu können. Aber egal, wo jetzt die Wolken waren. Die Prüfung endete kurz darauf. Wir kamen endlich an der Spitze an, auf der man glücklicherweise gut stehen konnte, da der Berg an sich nicht spitz war, sondern eine große Plattform als Spitze bot. Als wir endlich die letzte Kante überquerten, erwartete uns bereits ein Pokémon dort. Es wirkte ziemlich verdutzt, als wir über die Kante kletterten. Ah, ich denke, ihr seid die beiden Prüflinge. Aber wieso kommt ihr auf diesem Weg? Das Pokémon war eindeutig der letzte Prüfer, Lucario. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Olaf erzählt, dass es damals sein erstes Teammitglied war und damit sein längster Begleiter. Das war Knackracks tolle Prüfung. Er war so faul, uns einfach zu sagen, dass wir hier mal hochklettern sollen. Klasse Prüfer. Mit diesem Wissen schien das Pokémon ziemlich amüsiert. Das klingt Knackrack tatsächlich sehr ähnlich. Also dann schätze ich, kann ich euch beglückwünschen. Ihr habt Knackracks Prüfung geschafft. Nun steht euch meine Prüfung bevor. Oder, naja, nicht euch. Diese Prüfung darfst nur du bestreiten, Olaf. Gewaltrott hat uns ja bereits angekündigt, dass wir nicht jede Prüfung als Team bestreiten könnten, deshalb... Sekunde. Hatte Lucario ihn gerade wirklich Olaf genannt? Warte, was hast du gesagt? Denkst du etwa, ich würde dich nicht erkennen, alter Kumpel? Deine Aura ist unfassbar selten. Die Pokémon-Form deines Bruders kenne ich. Das kannst du ja nicht sein. Und die zweite braune Aura gehört keinem Menschen. Es bleibst nur du als Option, Olaf.